Es ist viel in Bewegung beim 1. FC Magdeburg. Sportlich stehen sie in Liga 3 super da. Doch mit dem sportlichen Erfolg steigt auch die Insolvenzgefahr des Vereins. Und das liegt an der momentanen Struktur des FCM. Und daher will der FCM seine Profiabteilung aus dem Gesamtverein ausgliedern. Wie das aussehen soll, bespricht der Verein zur Stunde bei der Mitgliederversammlung. Und auch wird heute dort der Aufsichtsrat gewählt, der mit seinen Gremien über die weiteren Schritte der Ausgliederung verfügt. Es ist das Thema, das die Blau-Weißen momentan wohl am meisten beschäftigt. Die Ausgliederung des Lizenzspielbetriebs. Eine Maßnahme, die erst einmal abschreckt, die eine neue Struktur schafft, den FCM in eine neue Ära führt. Doch sie scheint notwendig. Mit den Vorteilen, dass man insbesondere als Verein seine Gemeinnützigkeit dauerhaft schützt und darüber hinaus auch Gefahren bei Nichterfolg vom Verein gut abwenden kann. Durch den Aufstieg in Liga 3 hat der FCM nicht nur sportlich für Aufsehen gesorgt, sondern ist auch wirtschaftlich gewachsen. Aber Vereine dürfen nur begrenzt wirtschaftlich handeln. Die Einnahmen der Fernsehgelder sind 80 Mal höher als in der Regionalliga. Der Zuschaueranteil hat sich mehr als verdoppelt. Schauen wir auf die Struktur des 1. FC Magdeburg. Momentan ist der Club auf zwei Säulen gebaut. Es gibt den gemeinnützigen Verein und eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sowohl der Verein als auch die GmbH haben Einnahmen wie Fernsehgeld und Ticketverkäufe und Ausgaben wie Sicherheit und Stadionmiete. Die Gewinne der GmbH werden an den Verein weitergegeben. Damit ist die Gemeinnützigkeit gefährdet. Und durch die Unausgeglichenheit zwischen Einnahmen und Ausgaben auf Vereinsseite ist die Gefahr von einer möglichen Insolvenz hoch. Die Spielergehälter sollen deshalb in die GmbH ausgegliedert werden, um die Gemeinnützigkeit des Vereins zu schützen. Was uns wichtig ist, weil auch viele haben, die Spenden in den Verein reingeben, um letztendlich auch die Jugendarbeit gestalten zu können im Fußballbereich. Und wir haben natürlich in der Profigesellschaft dann die Möglichkeit, wesentlich flexibler beim Einsatz von Mehrerträgen zu reagieren, auch dann die Strukturen der Erstmännermannschaft zu stärken, gegebenenfalls durch Zukauf weiterer Spieler. Bei der heutigen Pressekonferenz halten sich Spieler und Trainer zum Thema Ausgliederung bedeckt, fokussieren sich ausschließlich auf die sportlichen Aufgaben. Beim HFC sieht man übrigens momentan keinen Handlungsbedarf, die Profis auszugliedern. Da gibt es sicherlich für solche Maßnahmen für und wider. Aber aktuell, glaube ich, ist unser Verein, der ja auch ein klassischer Fußballverein ist, gut aufgestellt. Und ich sehe also aktuell keinen Handlungsbedarf. Beim 1. FC Magdeburg soll die Ausgliederung bis zum 1. Juli erfolgen. Die GmbH soll eine hundertprozentige Tochter des Vereins sein, sodass keine weiteren Anleger in den Verein investieren können.